Dieses lindgrüne Haus hinter mir, das ist das Haus, durch dessen Mauer im ersten Sams-Film das Auto von Herrn Taschenbier durchbrach. Den Blick über das Dächermeer, den sah man auch im ersten Sams-Film. Erfreulicherweise wird es auch jetzt einen neuen Sams-Film geben. Sams im Glück wird verfilmt. Und was ich auch sehr gut finde, alle Schauspieler, die im ersten Sams-Film dabei waren, haben sich bereit erklärt, auch im neuen Film mitzuspielen.